Assalamu alaikum, mein Name ist Rahil Safa. Ich bin Doktorand im Fiqh und Usul al-Fiqh, das heißt der Rechtslehre des Islams und der Rechtsmethodik. Ich unterrichte die arabische Sprache und Islamwissenschaften schon seit mehreren Jahren und bin selbst Student der Islamwissenschaften seit über einem Jahrzehnt. Ich biete Einzelunterrichte und Einzelkurse an in der arabischen Sprache. Sei es das Lernen vom Lesen, sei es die Grammatik oder die Morphologie oder einfach das Erlernen der praktischen Sprache. Des Weiteren biete ich Einzelkurse in verschiedenen islamischen Disziplinen an, dem Fiqh, dem Usul al-Fiqh, dem Mustalah al-Hadith, Ilm al-Aqidah, dem Ulum al-Quran und weitere Wissenschaften. Falls du ein Buch hast, das du gerne durchgehen möchtest, der Alleingang dir aber schwerfällt und viel zu mühselig ist, dann können wir das auch gemeinsam tun in einzelnen Stunden, die du ganz einfach über unsere Webseite buchen kannst. Wie das genau geht, zeige ich dir gleich. Wenn es darum geht, dass du einfach deiner Sprache einen Feinschliff verpassen möchtest und eloquente, hochwertige Literatur lesen möchtest, um dir sprachliche Fähigkeiten anzueignen, dann können wir das auch gemeinsam tun. Wenn du ein bestimmtes Buch hast, kannst du es vorschlagen, sei es Kalila wa Dimna oder Adabul Katib oder sonst was, was in der klassischen Literatur bekannt ist, dann kannst du das gerne vorschlagen. Anderenfalls können wir auch nachsehen, was für dich passend ist. Wie kommst du zu den Einzelkursen? Wie kannst du sie buchen? Das zeige ich dir jetzt. Um die Einzelkurse zu buchen, gehen wir auf die Webseite www.mein-arabischkurs.de. Dann gehen wir hier auf der Startseite zu Einzelunterricht buchen. Hier finden wir dann das Menü für die Einzelunterrichte. Hier kann man auswählen, was man möchte. Aqida, Arabisch, Fiqh, Grammatik und Morphologie, Lesen lernen. Und da ist noch nicht alles aufgelistet. Theoretisch kann man auch einfach irgendwas anklicken und dann im Nachhinein absprechen, was man machen möchte. Nachdem man das hier gemacht hat, kann man im nächsten Fenster aussuchen, wie lange ein Unterricht gehen soll. Sollen das 45 Minuten Einheiten sein oder 30 Minuten Einheiten? Und wenn man das ausgewählt hat, kann man hier einen Tag und die Uhrzeit bestimmen am Kalender. Und wenn man das dann gemacht hat, nehmen wir einfach irgendein Datum hier. Dann kann man hier die Uhrzeit auswählen, welche man möchte. So, was man hier dann einstellen kann, ist wiederholende Termine. Wenn man nicht nur einen einzelnen Termin möchte, sondern wiederholende Termine, beispielsweise jeden Donnerstag um diese und jene Uhrzeit, dann kann man das hier einstellen. Ansonsten geht man mal weiter und schließt die Anmeldung ab. Das war's eigentlich auch. Auf diese Art und Weise kann man die Einzelunterrichte buchen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei uns über E-Mail melden oder uns auf Telegram bzw. WhatsApp anschreiben. Bis dahin, Assalamu alaikum.